So, okay, ab nun wird aufgezeichnet. Schönen guten Abend nochmal an alle. Die Frage zuvor, die ich schon gesehen habe drinnen in der Liste, wann kommt die V1.9? Wie gesagt, wir sind hier im Fertigstellen der V1.9. Wir haben hier, nur kurz zur Erklärung, weil wir sie doch schon ein bisschen ankündigen, massive Umbauten gemacht in Bezug auf History Management, haben eine sehr zentrale Komponente angegriffen, die sehr gut getestet werden muss. Wir warten so lange mit der Freigabe, bis wir uns sicher sind, dass alles stimmt, dass alles passt. Es arbeiten schon ein paar Leute aus unserem engen Beta-Testkreis mit der V1.9. Grundsätzlich positives Feedback, aber doch noch das eine oder andere, was noch auftritt mit V1.9. Wir warten so lange zu, bis wir uns wirklich sicher sind, dass von unserer Seite alles passt. Wir möchten, dass wir nicht überhastet eine Version rausgeben. Wie gesagt, es war eine sehr zentrale Komponente, die angegriffen worden ist. Und da müssen wir ganz einfach gewährleisten, dass alles passt. Also bitte noch ein bisschen Geduld für die Version V1.9. Heutiges Thema ist Ordering. Mehr oder weniger, das heißt, ich möchte Ihnen gerne die Ordermöglichkeiten im Machine Trader näher bringen. Welche Möglichkeiten gibt es grundsätzlich? Wie kann man verschiedene Orders anwenden? Ich habe schon gesehen, und das ist auch ein Grund, Sie werden es dann später sehen, was ich Ihnen zeigen werde. Wir haben ein Problem noch mit einer bestimmten Orderart, das sind die dynamischen Orders, das ist eben passiert aufgrund bestimmter Umbauten. Ich werde es Ihnen aber trotzdem zeigen, aber nur, dass Sie verstehen, eben genau das sind die Gründe, wieso dass wir 1.9 im Moment noch nicht freigeben. Gut, okay, ich höre gerade. Sie fragen gerade, macht eine Fehlermeldung zur Version 1.8 noch Sinn, wenn bald die 1.9 freigegeben wird? Natürlich, wir schauen uns die 1.8er Fehlermeldungen natürlich an, falls irgendeine auftritt, falls irgendein Problem besteht und werden nötigenfalls das Sie natürlich in 1.9 berücksichtigen. Also bitte immer noch, wenn Sie irgendwas in 1.8 finden, gerne melden. Wir schauen uns das auf jeden Fall an. Vielleicht bekommen Sie die Rückmeldung, dass es in einer 1.9 sowieso schon gefixt worden ist. Das mag sein. Gut. Herr Hiller, haben Sie noch schlechten Ton? Ich sehe gerade Tonschwankungen. Ich habe die Rückmeldung, dass alles relativ gut passt. Okay, gut. Okay, fangen wir an mit den verschiedenen Ordermöglichkeiten. Wie man ja weiß, gibt es im Machine Trader hier rechte Maustaste und wir haben hier die verschiedenen Möglichkeiten, wie man Orders eingeben kann. Ich schalte hier gerade mal Agena Plus aus. Ich fange an mit diesen Orderarten, die in der Basisversion drinnen sind. Dazu gibt es ja, wenn man die Basisversion hat, sind ja nur die zwei oberen Menü-Items hier scharf oder sichtbar. Hier unten die anderen Items, die sind hier in der Basisversion disabled, also inaktiv. Wenn man die Andromeda-Version hat, sind die aktiv hier. Was gibt es hier? Grundsätzlich, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten zum Ordern. Einerseits die Market Order, wir haben einen Limit Order, wir haben einen Stop Order und wir haben einen Stop Limit Order hier. Grundsätzlich, ich glaube, die ersten drei Typen sind relativ bekannt. Wenn man hier eine Market Order eingibt, dann wird einfach einen zum aktuellen Preis, wo sich der Markt gerade befindet, eine Order hier eingegeben. Das heißt, die wird hier in den Markt gelegt, zu dem Zeitpunkt, wo auch der Markt gerade befindet. Möchte man die Market Order bewegen, wird die Order wieder auf den aktuellen Preis nachgezogen. Um jetzt eine Order zu bestätigen, gibt es hier diese grüne Box mit dem Haken drinnen, wenn man draufklickt. Man bekommt auch hier eine Ordergröße gleich voreingeschlagen. Wenn man draufklickt hier, ist man hier mit dieser Order sofort im Markt. Man sieht hier, dass wir hier mit 100
Aktien hier in den Markt gekommen sind. Und man sieht hier auch sofort den Profit-Loss angezeigt, den man hier im Moment erwirtschaftet hat, beziehungsweise den Verlust, den man gerade erlitten hat, sieht man in dieser Box. Man sieht auch hier Discretionary, das heißt, man sieht hier, dass das eine manuell eingegebene Order ist. Möchte man die Position schließen, klickt man hier drauf auf das X und die Position ist geschlossen worden. Man hat kurz noch gesehen, dass hier eine Gegenorder gemacht worden ist, die eben genau diese Position auflöst. Also das ist hier grundsätzlich mal, wie man eine Order eingeben kann. Gehen wir nochmal eine Stopp-Order ein, damit man auch sieht, wie die funktioniert. Die Stopp-Order wird immer dorthin in den Markt gelegt, wo sich die Maus gerade befindet. Zu den Fragen möchte ich dazu sagen, dadurch, dass ich heute allein bin, können Fragen nicht beantwortet werden im Laufe des Webinars, solange ich erkläre. Ich werde dann auf die ganzen Fragen später eingehen, wenn ich dann mit der Erklärung der Orders durch bin. Ich werde es heute versuchen, relativ kurz zu halten, hier nicht zu lange Zeit mit den Orders zu verbringen, damit man wirklich auf die Fragen noch eingehen kann. Okay, gut. Das heißt, hier Orders haben wir eingegeben und sobald die Order hier bestätigt wird, sieht man hier, dass es hier, die hat hier eine grüne Box. Das heißt, in dem Fall sieht man, ob das also eine Long Order ist. Würde man eine Short Order eingeben, zum Beispiel hier eine Stop Order unter dem Markt eingeben, Verkauf, Stop, die hier bestätigen. Man sieht hier auch drinnen, das ist eine Stop Order und die hier ist rot, das heißt, es ist eine Short Stop Order mit 100 Stück. Das mal grundsätzlich zu dem. Wir haben hier noch eine Box drinnen, da sieht man, das ist eine direkte Order, direct, aber man kann hier auch auswählen, zum Beispiel geben wir noch eine Long Stop Order ein. Stop. Man kann hier auch eine synthetische Order eingeben. Synthetische Order heißt, die wird nicht zum Broker geroutet. Das heißt, man kann sich hier, wenn man auf diese Boxen hier draufklickt, sieht man, wie sich hier die Orderarten verändern. Wenn ich auf die synthetische gehe, dann sehe ich auch hier, ist die Linie hier strichliert. Das heißt, da erkennt man auch an dieser Linie, dass diese Order nicht scharf ist. Man muss sowieso noch unterscheiden, zwar solange die Order hier weiß ist, liegt sie sowieso lokal im Agena Trader. Da wurde noch nichts an den Broker geschickt. Wenn man hier bestätigt, dann passiert etwas. Wenn es eine direkte Order ist, dann wird die Order zum Broker geschickt. Wenn es aber wie in dem Fall eine synthetische Order ist, dann sieht man hier den grünen Strich. Das heißt, man sieht hier an diesem Strich, dass der dass hier die Order pending ist, und zwar grün strichliert heißt eine Long Order, gelb heißt, das ist eine Pending Order, die nicht zum Broker geschickt worden ist, die lokal hier im Agena Trader noch liegt und das auf Ausführung wartet. Das heißt, hier sieht man aber auch, wie die Ausführung erfolgen kann. Und zwar kann man hier auswählen, ob die Ausführung am Ask, das machen wir jetzt nochmal, wir geben nochmal eine synthetische Order ein. So, gehen hier auf synthetisch, sehen hier auch dann die Auswahlmöglichkeit Ask bzw. Bid bzw. Last. Hier kann man dann festlegen, wie diese synthetische Order ausgeführt wird. Das heißt, wenn ich nicht möchte, dass diese Order zum Broker geroutet wird, weil ich sie vielleicht vor dem Markt verstecken möchte, so hat man hier die Möglichkeit, eben das hier einzugeben, indem man auswählt synthetische Order, hier bestätigt, und dann würde es das bedeuten, dass wenn der Markt draufkommt hier und diese Marke hier mit dem Last-Preis berührt, also sobald ein Last-Preis hier
diesen Preis triggert, die 58,26, dann würde zu diesem Zeitpunkt eine Market Order abgesetzt, die dann direkt zum Broker geroutet wird. Das heißt, hier ist es dann möglich, dass man sich hier vor dem Markt versteckt, wenn man größere Tickets hat. Ist vielleicht irgendwo auch, wenn man jetzt im DAX handelt oder in nicht so liquiden Märkten handelt, dass man vermeidet, dass einem die Market Maker abwischen oder die eben das Orderbuch einsehen können, hier abwischen. Dann ist es besser, wenn man hier synthetische Orders eingibt. Ich kann hier natürlich auch eine Verkauf-Limit-Order eingeben, synthetisch. Die sieht man ja im Orderbuch, diese Limit-Orders. Und hier kann man sich eben dadurch über die synthetischen Orders relativ gut verstecken. Und hier kann man eben auswählen, wie die Order ausgeführt werden soll. Hier sieht man, das ist eine Limit-Order. Die ist natürlich mit einem roten Balken, weil es eine Verkaufsorder ist. Wenn man natürlich hier eine direkte Limit, rechte Maustaste, Verkauf-Limit-Order hier eingibt, die hier bestätigt, dann ist eben die Limit-Order auch drinnen. Das heißt, dies ist eine Short-Order. Würde der Markt hier raufkommen oder würde ich hier zum Beispiel eine Einstiegsorder eingegeben haben, mit Stopp hier, mit 100 Stopp in die Long-Richtung und der Markt würde hier raufkommen, dann würde hier die Position oben geschlossen werden. Im anderen Fall ist, wenn der Markt hier raufkommt und hier die Limit-Order triggert, dann hätten wir eine Short-Position. Okay, also das ist hier die Möglichkeit, wie man sich hier die einfachen Orders in den Markt legen kann. Man hat hier aber auch noch die Möglichkeit, bestimmte Zusatzinformationen einzugeben, und zwar mit dieser Box hat man eben die Möglichkeit, solange die Order noch nicht bestätigt ist, hier noch zusätzliche Informationen einzugeben. Gehen wir nochmal zurück auf die Verkauf-Limit. Habe ich hier die Möglichkeit, eben wie im Orderpad hier zusätzliche Informationen einzugeben, wie zum Beispiel die Quantity. Ich kann hier aber auch bestimmen, den Limitpreis noch eingeben und so weiter, wenn ich es wirklich über dieses Order, über den Order-Dialog machen möchte. Ich kann hier, und zwar was ich hier festlegen kann, was Sinn macht hier an diesem Order-Dialog, ist eben das, dass ich die Order-Expiry hier eingeben kann. Und zwar hier kann ich eingeben, ob das eine Good Deal Cancelled ist, ob das eine Good Deal Day ist oder eine Good Deal Date. Das heißt, würde ich das hier anklicken und die Order bestätigen, dann würde mir diese Order mit dem Ende des Tages gelöscht werden, sofern es der Broker unterstützt. Das muss man auch dazu sagen. Muss man immer nachfragen natürlich, was der Broker unterstützt, welche Order Expiries. Oder ich kann hier auch sagen, ich möchte, dass diese Order bis zu einem bestimmten Datum drinnen liegt. Und zwar, wenn ich hier sage GDD, Good Deal Date, dann kann ich hier eingeben und kann sagen, ich möchte, dass diese Order mir am Freitag spätestens um 21.59 Uhr aus dem Markt genommen wird. So. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt, wenn ich hier dann sage Replace, dann hätte ich eine Order eingegeben, die eben genau diesen und ich sie bestätigen würde, dann wäre diese Order nur bis am Freitag um 21.59 Uhr gültig und würde dann aus dem Markt genommen werden. Das heißt, würde sie bis dorthin nicht getriggert werden, verschwindet diese Order aus dem Markt. Okay, das hier mal grundsätzlich zu den Orders, wie man damit umgeht, was man damit machen kann. Ich habe aber auch noch die Möglichkeit, hier zum Beispiel auch eine Ordergröße einzugeben. Wenn ich hier draufklicke, kann ich hier bestimmen, wie groß die Ordergröße sein muss oder sein soll. Ich gebe hier 1000 ein. Und zu dem Zeitpunkt sind hier, werden dann die 1000 Aktien hier Limit getriggert, sobald ich hier bestätige. Also das hier grundsätzlich mal zum Orderbalken. Ich kann ihn natürlich jederzeit verschieben hier. Kann ich ihn hinschieben, wo ich möchte. Möchte ich ihn gerne auf einen ganz bestimmten Preis haben,
so gibt es hier die Möglichkeit, und zwar Limit, Verkauf-Limit zum Beispiel. So kann ich hier draufklicken und ich kann hier dann genau den Preis eingeben. Es ist natürlich oft schwer, dass man sich hier in der Skala den genauen Preis auch findet. Und wenn ich ihn zum Beispiel genau auf 58,50 haben möchte, gebe ich hier ganz einfach 58,50 ein und der Markt geht hier, also die Order geht hier genau auf den Preis, wo ich ihn genau haben möchte. Und zu dem Zeitpunkt kann ich sagen, okay, ist hier drinnen eingegeben, möchte ich dann weiter dann verändern, hat man hier die Möglichkeit eben dann einzugeben, zum Beispiel 59 hier drinnen, sag hier Replace und dann geht der Preis hier genau auf 59. Das heißt, das ist dann, wenn ich ihn wirklich ganz genau platzieren möchte und mir hier mehr oder weniger nicht die Mühe machen möchte, dass ich hier genau die Skala treffe, sondern habe die Möglichkeit hier dann aber auch über den Order-Dialog hier mir genau den Preis einzugeben, wo ich die Order dann haben möchte und mit Replace kann ich hier alles verändern. Könnte hier auch dann nachträglich, wenn die Order bereits bestätigt ist, habe ich ja hier drinnen nicht mehr die Möglichkeit, oder doch, habe ich sogar hier drinnen die Möglichkeit, hier auch die Ordergröße hier nochmal zu verändern, dann wird ein Order Replace durchgeführt, kann das natürlich aber hier auch drinnen machen im Order-Dialog. Okay, also das mal zu dem. Wir haben hier jetzt kurz besprochen die drei verschiedenen Order-Orten. Das ist die Market-Order, die genau am Preis liegt, das ist die Limit-Order, das ist Stop-Order. Und hier haben wir eine Stop-Limit-Order. Stop-Limit-Order ist ein bisschen komplizierter oder ein bisschen komplexer, sagen wir so. Funktioniert folgendermaßen. Und zwar, man sieht hier natürlich, ich kann hier ändern auch, gehe hier auf Stop-Limit und habe hier noch ein zusätzliches Feld. Und dieses zusätzliche Feld, hier kann ich zum Beispiel eingeben, ein Stop-Limit-Order funktioniert so, das ist grundsätzlich eine synthetische Order, die aber beim Broker liegt. Das heißt, wenn der Markt hier raufkommt und diese Order triggert, dann habe ich die Möglichkeit, eine Limit-Order einzugehen. Das heißt, in dem Fall könnte ich hier eingeben, zum Beispiel, wenn der Markt draufkommt, dann warte ich noch darauf, dass der Markt nochmal korrigiert, sagen wir auf 58,22. Hier oder auf 58,20 und wenn er dann dort ist, dann bin ich mit einer Limit-Order drinnen. Das heißt, ich gebe hier ein 58,22. So, solange ich hier nichts drinnen habe, nichts drinnen stehen habe, dann wird diese Stop-Limit-Order als Stop-Order ausgeführt. Das heißt, solange hier 0 drinnen steht, würde hier diese Order als Stop-Order getriggert werden. Wenn ich aber hier einen Preis eingebe, dann passiert Folgendes, und zwar, dass sobald diese Order getriggert wird, hier eine Limit-Order nachgesetzt wird, und zwar auf den Preis von 58,22. Das heißt, ich spekuliere zu dem Zeitpunkt, dass ich günstig in den Markt reinkomme, macht vielleicht auch Sinn, weil wie man sieht, hier gibt es bestimmte Linien, die 200er-Linie, die 130er-Linie, da drehen sehr oft die Märkte. Wenn ich aber grundsätzlich ein positives, ein Long-Szenario hier eingehen möchte, kann ich hier an bestimmten Marken schauen, dass ich vielleicht günstig in den Markt reinkomme. Das heißt, grundsätzlich ist das eigentlich eine Art Alarm, wenn der Markt hierher kommt, auf Kauf Stop Limit, kann ich eingeben, wo er ausgeführt werden soll, und zwar einerseits mit dem Preis, 58, kann auch 58,10 sein oder wie auch immer, was immer mich mir erwartet, wo der Markt hingehen kann, wo ich im Markt reingehen kann, dann wird die Order erst dann ausgeführt, wenn der Markt zum Beispiel hier zurückgeht, auf diese Marke ungefähr. Gut, das hier. Zu den Basis-Orders. Sie sehen aber hier auch noch eine Ordergröße, die immer vorgeschlagen wird. Wenn man zum Beispiel
hier dann einen Future eingeben würde, wechseln wir mal auf den FDAX. So, und ich gebe hier Stopp ein, dann sehe ich, habe ich hier nur eins drinnen stehen. Und zwar diese Default-Einstellungen kann man sich hier im Konfigurations-Escort einstellen. Und zwar gehen wir hier auf Aktien-ETFs zum Beispiel und da sieht man hier oben ist eine Default-Größe. Wenn ich hier zum Beispiel, wenn ich immer 200 oder 500 eingeben möchte, gebe ich hier 500 ein, sage okay, sobald ich hier zu irgendeiner Aktie gehe und sage, so jetzt möchte ich hier eine Kauf, eine Stopp-Order eingeben, habe ich automatisch die 500 drinnen. Das heißt, das sind hier die Default-Einstellungen, die man sich hier nochmal über den Konfigurations-Escort einstellen kann. 500, 100. Man muss dazu sagen, dass an der Nasdaq zum Beispiel 95% der Orders in 100er Paketen eingegeben werden, die manuell abgefeuert werden. Das ist so die Standardgröße dort, kann aber hier jederzeit auch andere Größen eingeben. Kann hier eine, habe hier die Möglichkeit für Futures, für Forex einen Wert einzugeben, wenn ich zum Beispiel 10.000 immer eingeben möchte, ist egal in welchem Forex-Wert, meine Order-Pakete sind mehr oder weniger die Mini-Lots, dann kann ich hier 10.000 eingeben und hier bei den Futures kann ich hier auch, auch eingeben, die Order-Größe ist 1, 2, 3, wie auch immer ich handeln möchte, dann habe ich hier die Größe, die hier einzugeben. Wie gesagt, das dreht sich hier rein nur um die Basis-Orders, die ohne AT++ abgefeuert werden. In AT++ werden ja die Ordergrößen berechnet. Okay, das heißt, da kommt dann auch natürlich das hier noch ins Spiel mit AT++, aber da komme ich dann später noch dazu. Gut, okay, Aktien haben wir 100 eingegeben. So, und hier kann man natürlich dann die Default-Ordergrößen verändern. Was noch wäre zur Stop-Limit-Order, das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen. Ich habe hier auch die Möglichkeit einzugeben, zum Beispiel, wo ich nicht jetzt als Preis, 58 irgendetwas, sondern ich kann sagen, ich möchte hier minus 10 haben. So, wenn ich das eingegeben habe, dann wird mir die Limit-Order 10 Ticks unter diesem Preis platziert. Und das hat den Vorteil, wenn ich irgendwo später mal sehe, okay, jetzt möchte ich die Order verschieben, dann schiebe ich sie einfach hierher und habe immer noch minus 10 drinnen stehen. Das heißt, es würde dann die Order ausgeführt werden auf 58,44 oder würde die Limit-Order eingestellt werden. Wenn ich hier einen Preis eingebe, 58,20 zum Beispiel, 20 und ich verschiebe die Order, dann ist natürlich der Preis bleibt immer noch auf 58,20. Das heißt, ich müsste ihn danach korrigieren, wenn ich den Limit woanders haben möchte. Das heißt, das ist hier der Unterschied. Ich kann hier eingeben Plus bzw. Minus, in dem Fall minus 10 Ticks. Wenn ich das mache, dann wird dabei die Limit-Order hier eingestellt. Wenn ich hier eine Short-Verkauf-Stop-Limit eingebe und hier sagt, das ist hier Plus 10, so, dann wird die Limit-Order natürlich 10 Ticks über dem jetzigen Preis eingegeben. Macht auch Sinn, wenn der Preis runterkommt, wird hier eine Limit-Order eingesetzt, der Preis geht zurück rauf und hier wird die Limit-Order dann getriggert. Komme ich dann dazu zu verschiedenen Fragen noch. Ich sehe bereits, wie kann man, ist es möglich, unscharf mit mehreren Orders in den Markt zu gehen? Zeige ich Ihnen gleich. Geht auch nach Eingabe der Ordergröße, nach prozentualer Kontogröße, komme ich auch gleich dazu. Gut, okay. Also hier grundsätzlich, ich muss mal überlegen, haben wir die Ordertypen durch? Ja, haben wir durch. Was es hier dann noch gibt, ist, und zwar, dass man Orders miteinander verknüpfen kann. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel reingehen möchte mit 500, und ich möchte hier einen Stopp haben drinnen. Da
dann möchte ich natürlich nicht immer warten, dass ich die Order, wenn die jetzt bestätigt ist, dass ich warten muss, bis die Order jetzt im Markt drinnen ist, damit ich hier den Stopp setzen kann, um zu vermeiden natürlich, dass wenn der Markt oben rausgeht und ich die hier als Stopp-Order verwenden möchte, dass ich hier, falls der Markt sich anders entscheidet und heruntergeht, nicht plötzlich short bin. Wenn ich das hier so mache und ich nicht darauf warten möchte, bis hier diese Order endlich gefüllt ist und eine zu einer Position geworden ist, dann muss ich natürlich so lange warten mit der Stopp-Order, um zu vermeiden, dass sich der Markt dreht und ich hier plötzlich ungewollt short im Markt drinnen bin. Und dazu gibt es folgende Möglichkeit, und zwar haben wir hier die verschiedenen Order Connections. Und zwar haben wir in dem Fall die OCO Order, die If-Done Order und die ORO Order. One reduces the other. Und zwar, das funktioniert folgendermaßen. Und zwar, wenn ich hier draufklicke, wenn ich jetzt zum Beispiel möchte, dass das meine Einstiegsorder ist und das meine Stopp-Order ist, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich hier mit der Alt-Taste klicke, die Alt-Taste gedrückt lassen und hier wieder klicke. Und so habe ich hier jetzt eine grüne Linie. Und diese grüne Linie sagt mir, dass das eine If-Done-Order ist. Das heißt, die Order liegt lokal, die ist noch weiß. Würde Folgendes passieren, wenn ich jetzt hier in den Markt gehen möchte. Ich lasse die Order hier ausführen, schauen, ob der Markt draufkommt. Wenn der Markt draufkommt, dann wird diese Order hier zum Broker geschickt und ist somit eine If-Done-Order, weil sie eben wartet, bis die hier ausgeführt wird, dann wird auch die hier zum Broker geschickt. So, hier hat man jetzt gesehen, diese Order ist jetzt hier ausgeführt worden, das heißt, ich habe eine Position und zum gleichen Zeitpunkt ist hier auch diese Order scharf geworden und zum Broker geschickt worden. Das heißt, das ist hier die eine Möglichkeit. Jetzt habe ich natürlich noch die Möglichkeit, dass ich sage, ich möchte jetzt eine Limit-Order eingeben, weil ich möchte hier aus dem Markt zu diesem Preis hier rausgehen. Das heißt, wenn der Markt hier die 58,62 erreicht, dann möchte ich gerne die Position schließen. Das Problem in dem Fall, was ich jetzt auftut, ist Folgendes, und zwar, dass ich, okay, das war jetzt falsch, Moment mal, was habe ich hier gemacht? Das war jetzt eine Stopp, ich möchte hier eine Limit-Order haben. So kann man sich vertun. Gehen wir nochmal rein. So, okay. Bestätige ich hier. Das ist hier die Market. Bin mit 500 drinnen, habe hier drinnen einen Stopp mit 500 und möchte hier eine Verkauf-Limit-Order reingeben. So. Okay. Habe ich hier jetzt eine Verkauf-Limit-Order drinnen. Sie haben gesehen, da habe ich gerade einen Fehler gemacht vorhin. Sobald wir zu AD++ kommen, werden Sie sehen, dass Ihnen diese Fehler nicht mehr passieren können. Die haben mir persönlich schon relativ viel Geld gekostet, auch in meiner früheren Zeit, wie ich den China-Trader noch nicht entworfen hatte. Genau solche Dinge, dass man falsche Orders eingibt und dass man plötzlich mit 1000 im Plus, mit 1000 im Markt ist, anstatt mit 500 übersieht, dann ist er noch blöderweise und baut dann einen riesen Verlust damit. Genau diese Dinge sind mit AD++ nicht mehr möglich oder passieren einem nicht mehr, aber dazu komme ich dann noch gleich. Okay, gut, das heißt, hier habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn jetzt der Markt draufkommt und ich hier oben verkaufen möchte, habe ich natürlich das Problem, dass ich hier unten eine Stopp-Order drinnen habe, die natürlich immer noch drinnen ist, weil ja das Orders sind und die Orders eigentlich miteinander nicht verbunden sind. Im Machine Trader haben Sie aber die Möglichkeit hier, diese Order würde natürlich diese 500, diese Position schließen, würde der Markt dann zurücklaufen, wäre ich dann plötzlich short drinnen, obwohl ich das eigentlich nicht wollte. Und hier hat man die Möglichkeit dann ganz einfach wieder mit Alt, Mausklick, Mausklick, hier eine If-Done-Order reinzulegen. Das heißt, die If-Done würde Folgendes machen, würde der Markt hier raufkommen, würde automatisch hier unten diese
diese Order gelöscht werden. Das heißt, ich muss mir keine Gedanken mehr machen. Oder würde der Markt hier umdrehen und würde mir hier unten durchlaufen, dann würde die Limit-Order gelöscht werden. Das heißt, hier hat man genau diese Möglichkeiten, dass man hier sich diese Orders hier reinlegt, beziehungsweise die Order-Verbindungen macht. Ich kann aber auch Folgendes machen, und zwar, so, die muss ich dann manuell rauslöschen. So, ich kann aber auch Folgendes machen, zum Beispiel, ich habe hier eine Seitwärtsphase und ich weiß jetzt nicht, geht der Markt oben drüber oder geht er unten durch. Jetzt möchte ich mich auf beiden Seiten positionieren. Kann ich hier reinlegen eine Stop-Order mit 500, eine Stop-Buy und hier eine Stop-Sell. So, jetzt möchte ich natürlich dabei sein, möchte natürlich nicht warten, wo der Markt hingeht. So, wenn der Markt oben rausgeht, dann soll die untere Order verschwinden, weil ich ja nicht möchte, dass ich short gehe. Ich möchte nur da dabei sein, wo der Markt hinausbricht. Hier hat man die Möglichkeit über die Control-Taste, also zuvor die If-Done-Order war Alt, mit Klick-Klick, und das ist hier mit Control-Steuerung, sieht man hier eine rote Order-Verbindung. Das heißt, würde der Markt jetzt hier oben rausgehen, dann wäre ich long im Markt und diese Short-Order würde hier verschwinden. Was ich aber machen kann, ist natürlich, ist ein Ausbruchshandel. Ich brauche aber auch einen Stopp natürlich für diese Order. Möchte ich auch nicht warten, ich möchte mir auch vielleicht einen Target eingehen. Und genau das kann ich jetzt wieder so machen, dass ich mir hier wieder eine Verkauf-Stop-Order eingebe. Die lasse ich aber pending oder lokal mehr oder weniger. Gib hier auch eine Verkauf-Limit ein. Gebe das hier ein, dass wenn die Order hier ausgeführt wird, soll die Order unten natürlich scharf werden, aber auch das Target oben scharf werden. Das heißt, sobald ich hier in die Long-Richtung gehe, verschwindet mir diese Order. Ich könnte hier zum Beispiel auch sagen, ich möchte Short nur mit 200 Stück gehen. Habe ich hier einen Stopp drinnen und hier ein Target drinnen. Das heißt, hier die Möglichkeit, dass ich gleich Stopp und Target dann automatisch ausgeführt habe. Aber natürlich dann wieder diese Situation, die wir vorher gehabt haben, wenn das Target ausgeführt wird, soll der Stopp verschwinden. Und zu dem Zeitpunkt hier kann ich dann wieder eingeben, eine CO-Order, one cancels the other, das heißt, gehe ich hier rein in den Markt, werden wir dann gleich zeigen, wie das funktioniert, das heißt, wird die scharf und ich habe hier eine Position und die unten verschwindet. Und ich kann mir natürlich dasselbe Konstrukt jetzt auch für die Short aufbauen, indem ich hier sage, ich möchte die Stop-Order hier haben, möchte die Target-Order hier haben und kann mir dann das wieder über diese If-Done und über diese OCO-Order miteinander verbinden. So, jetzt gehen wir hier rein. Der Markt hier raufhüpft. Passiert meistens, wenn man ihn irgendwo haben möchte, wo er hingehen soll, geht er nicht dorthin. Genau. So, und jetzt haben wir genau diese Situation. Die 200 unten sind verschwunden und ich habe jetzt hier man hat gesehen, die If-Done-Orders sind ausgeführt worden und jetzt bin ich sicher, mehr oder weniger mit der OCO-Order, dass eben diese Orders aktiv sind, wird die Order hier oben ausgeführt, verschwindet die unten, weil wir hier mit einer OCO-Order verbunden sind, würde der Markt hier zurückkommen, wird die Order ausführen, verschwindet die Limit-Order oben. Gut, okay. Also das war jetzt grundsätzlich mal die Situation rund um die
Basisversion, welche Ordermöglichkeiten wir in der Basisversion haben. Ich schaue mal die Fragen durch. WTrader, eine Bitte bei der neuen Version, bitte einen Punkt oder Komma als Trennung bei den Trader-Bars einbauen. Gerade bei der Währung ist es sehr unübersichtlich zu entscheiden, ob es sich um 200 oder 200.000. Okay, das werden wir beherzigen. Ich kopiere das gleich mal raus. Frage ist, dass man eben bei den, wenn man jetzt Forex handelt, dass man hier in der Ordergröße auch die Dezimalpunkte drinnen hat. Kann natürlich passieren, dass man anstatt 200.000 2 Millionen eingibt. Und das hat natürlich dann, ist gut, wenn man dann einen Gewinntrade hat, ist sehr schlecht, wenn man einen Verlusttrade hat. Okay, das ist notiert. Okay, so jetzt kommen wir zu den anderen Fragen. Die Verbindungen können auch nachträglich gesetzt werden, ja? Kein Problem, also wenn, können wir kurz zeigen, wenn man drinnen ist, Stop. Wir haben hier eine gehen wir Market rein, bin jetzt drinnen. Jetzt brauche ich natürlich eine Stop-Order. So, Verkauf, Stop. Gebe ich jetzt rein, gebe hier eine Verkauf-Limit rein. So, und jetzt kann ich natürlich jederzeit hier draufklicken und habe jetzt hier, also mit Control, mit Steuerung, Klick, Klick, habe ich jetzt im Nachhinein diese Order-Verbindung eingegeben. Manche Broker managen die oder haben die Möglichkeit, diese Orders lokal, also beim Broker selbst zu managen, das heißt zum Beispiel Rhythmic, dann gibt es Interactive Brokers und so weiter, die unterstützen auch ein Order Grouping. Wenn man nur einen Stop und nur ein Target hat, wenn man aber zwei Stops und hat, zum Beispiel in dem Fall würde man das über Rhythmic eingeben, so würde diese OCO Order bei Rhythmic direkt gemanagt werden. Sobald man aber hier sagt, ich möchte hier nur 200 rausnehmen und hier rausnehmen, ab dem Zeitpunkt ist auch wichtig zu wissen, okay, das, oh, gut, und da komme ich jetzt zu einer anderen Orderart. Gut, dass wir das machen, das Beispiel auch. Und zwar, wenn wir das eingeben, diese 200 und 300, dann hat man natürlich das Problem, dass man hier eine zwei OCOs hat. Wäre natürlich in dem Fall, wenn man hier draufklickt und auf die Entfernen-Taste drückt, dann ist die Order-Verbindung wieder aufgelöst. Das heißt, draufklicken, entfernen, heißt, Order wird, die Verbindung wird gelöscht. Hierfür, für diesen Fall, gibt es die ORO-Order, und zwar One Reduces the Other. Und zwar die geht man, wenn man gleichzeitig auf die Control- und auf die Alt-Taste drückt. Klick, Klick, dann sehe ich hier eine blaue Linie. Also nochmal, Control und Alt und diese blaue Linie. Und über diese blaue Linie würde Folgendes passieren, sobald die Order hier gefüllt wird, wird hier unten diese Order auf 300 reduziert. Weil hier 500 minus 200 sind 300. Das heißt, diese ORO-Order ist dafür verantwortlich, dass eben genau diese Order hier unten reduziert wird. Würde dann diese Order hier ausgeführt werden, würde der ganze Konstrukt geschlossen werden. Würde der Markt zurücklaufen und hier diese Order hier rausnehmen, wenn ich in den Verlust landen würde, dann werden natürlich beide Limit Orders gelöscht auch. Das heißt, das geht hier über die Order-Verbindungen, dass man hier sehr gut sich auch schon in der Basisversion auch schon eine Art Strategie aufbauen kann. Aber jetzt kommen wir, und genau solche Konstrukte können nicht beim Broker gemanagt werden. Das heißt, in dem Fall, wenn Sie sich so etwas aufbauen, wenn Sie mit mehreren Targets arbeiten, nicht nur mit einem Target, dann werden diese Orders, diese Verbindungen immer lokal gemanagt. Das heißt, der Agina-Trader muss dann laufen, um diese Order-Verbindungen
auch ausführen zu können. Das wird dann lokal gemacht. Das kann nicht zentral beim Broker gemacht werden, weil der keine ORO-Order kennt, keine ORO-Verbindung kennt. Das heißt, nur der hat nur die Möglichkeit, wenn es überhaupt unterstützt, ein Target und einen Stop zu unterstützen, und damit war es das dann auch schon. Also das hier immer bedenken, dass man in solchen Konstrukten, wenn man solche Strategien arbeitet, den Agenda-Trader laufen lässt. Würde man den Agenda-Trader abschalten, dann würden diese OCOs, beziehungsweise die lokal sind, dann zu dem Zeitpunkt ausgeführt werden, wenn sobald der Agenda-Trader wieder angeschalten wird. Das ist zu bedenken. Okay. Zur Frage Rhythmic, wo liegt die ORO-Order? Genau nirgends, die liegt lokal. Rhythmic kennt keine ORO. Rhythmic kennt nur eine OCO und eine IFT an. So, okay. Gut. Wer mal durch mit den Basis. Geschichten. Jetzt geht es um die Andromeda, und wie gibt man hier in Andromeda die Funktionalität, also die Orders ein. In Andromeda haben wir ja die Möglichkeit, hier über Strategien zu arbeiten. Zum Beispiel, ich habe hier ein Signal, ein Long-Signal, wo immer das auch kommt. Klick hier drauf. Jetzt bräuchte ich natürlich auch die richtige Einstellung dafür. Kleinen Moment. Ich möchte hier zwei Targets sehen. Okay, jetzt haben wir es eingestellt. Zu dieser Einstellungsmöglichkeit dann, da wird es wieder ein eigenes Webinar geben, das heißt, dieser Setup-Escort, wie der funktioniert, dazu wird es dann ein eigenes Webinar wieder geben, Fragen, Antworten, aber nur, dass man hier noch einmal zur Erklärung, dass man hier eben sich Stops eingeben, Stops bzw. komplette Strategien eingehen kann. Das sieht man auch bei uns dann, wie das funktioniert, am Videotutorial, gut beschrieben auch. Auf das gehe ich heute nicht näher ein, es würde zu lang dauern. Aber grundsätzlich nur, dass man sieht, wie es funktioniert ist, wie man hier Orders eingeben kann, AT++. Wir haben hier einerseits die Möglichkeit, im Scanner hier, wenn wir ein Signal bekommen, Doppelklick, und ich habe hier eine komplette Order, okay, das sehe ich gerade, die ist mit Limit eingestellt. Setup, gehen wir rein. Bewegungsstopp, wir haben hier gehabt, das ist die Stopp. So, okay, ich habe hier ein Signal und ich möchte mich hier long einstoppen lassen. Klicke ich hier drauf und ich habe hier sofort den Order-Vorschlag drinnen, mit dem ich in den Markt reingehen möchte oder dass ich mir zuvor eingestellt habe über den Setup Escort. Wie gesagt, Setup Escort ist eine Sache, auf die werde ich bei einem der folgenden Webinare eingehen. So, und genau hier auch zur Frage, die vorher auch schon gekommen ist vom Herrn Schön, geht auch eine Eingabe der Ordergröße nach prozentueller Kontogröße. Genau das passiert hier. Wir haben hier einen Ordervorschlag drinnen, der uns genau hier 80 Stück der AVGO vorschlägt. Wenn ich jetzt hier die Order weiter wegziehe, dann habe ich plötzlich nur mehr 50 drinnen. Wenn ich den Stopp weiter hinzuziehe, habe ich wieder 70 drinnen. Und zwar aus dem Grund, weil mir hier die Ordergrößen genau nach meiner Kontogröße berechnet werden. Das heißt, ich sehe hier, aufgrund meiner Einstellungen im Setup Escort klicke ich hier drauf, bekomme hier ein Setup reingestellt, das wird mir automatisch berechnet. Ich kann es hier ausjustieren. Ordergröße wird mir natürlich dann angepasst, sobald es das System auch erlaubt und mir die richtigen Parameter eingestellt worden sind. Sage hier, okay, ich möchte hier long gehen. Wenn ich hier long gehen möchte, habe ich genau hier auch, sehen Sie, automatisch die If-Done-Orders drinnen. Kann natürlich jederzeit im Nachhinein noch den Stopp ausjustieren,
woanders hinstellen und so weiter. Das heißt, das ist hier eine sehr, sehr angenehme Art des Tradens. Sie bekommen hier ein Signal, Sie müssen sich nicht mehr auf die Eingabe der Order konzentrieren. Sie sehen nur mehr, Sie haben jetzt sind wir drinnen, wir sind eingestoppt worden, man sieht jetzt zu dem Zeitpunkt, haben wir jetzt zwei Targets drinnen, wir haben einen Stopp drinnen. Wir sehen hier auch, dass hier ein Trailing Stop damit verbunden ist, und zwar die Parabolic SIR. Das kann ich mir alles einstellen über den Setup Escort. Ich brauche hier nicht programmieren zu können, sondern es geht alles dann mittels Mausklick. Aber nur, das ist heute nicht Sache dieses Webinars, sondern man sieht hier, wie man es eingeben kann. Möchte ich hier aus dem Trade wieder raus, klicke ich hier drauf auf die X-Taste und ich bin wieder weg. Das heißt, hier sehr schnell, ich kann mich über diese Möglichkeiten hier, ich sehe ein Signal, okay, das Signal ist gut, ich kann mich auf den Markt konzentrieren, kann mir anschauen, in aller Ruhe, wie schauen die übergeordneten Zeiteinheiten aus, 30 Minuten, ein Tag, wie auch immer, was ich eingestellt habe, wenn ich sage, okay, die 5 Minuten passen mir, Doppelklick hier drauf, habe ein Signal bekommen, okay, möchte ich handeln, passt mir, möchte ich vielleicht justieren den Stopp, brauche mich nicht mehr kümmern, ich sehe immer ganz genau, was riskiere ich, was kann ich hier bei den verschiedenen Targets hier rausziehen aus dem Markt, sage hier dann, okay, bin drinnen, kann mir hier dann noch den Trade ausjustieren, wie ich ihn brauche, sobald man, okay, sobald man dann im Trade drinnen ist. Warten wir drauf. Okay. Da ist jetzt ein Orderfehler aufgetreten, aber wie man sieht, wenn ein Orderfehler auftritt, aus einem Grund, ich habe den von einem Broker bekommen jetzt, wahrscheinlich weil ich ihn in den Preis hineingezogen habe, dann wird natürlich passiert nichts, dann wird die Order rejected, ist auch gut zu sehen. Das heißt, es bleiben dann nicht die Stops und die Targets über, sondern sobald eine Order rejected wird vom Broker, wird hier werden auch die Stops und die Targets automatisch gelöscht. Also das hier die Möglichkeit, aus dem Scanner hier heraus Orders einzugeben über Doppelklick. Ich habe aber auch die Möglichkeit, so wie ich vorhin schon gezeigt habe, auch hier einzugeben, wo ich zum Beispiel einen Kauf hier, einen Stop, ich möchte hier rein mit einer bestimmten Strategie, beziehungsweise ich kann hier sagen, auch ich möchte hier Limit einsteigen. Und zwar, ich möchte hier einen Limitkauf tätigen über Arjuna +++, dann wird mir hier diese Limit-Order hier eingegeben. Sobald ich hier draufklicke, habe ich wieder hier Stopp, Targets bereits drinnen, ich muss mich darum nicht mehr kümmern. Kann mir das hier ausjustieren, wie ich es brauche, werden automatisch die Stops, die Ordergröße angepasst. Das passiert hier alles in Arjuna +++. Über das eingebaute Trade Management. Die Frage ist auch gekommen vorhin, kann ich unscharf einsteigen? Kann man. Zum Beispiel, der Stopp ist hier. Ich möchte jetzt hier zum Beispiel sagen, ich möchte hier auch noch eine Limit Order drinnen haben. Und zwar gehe hier Limit rein. So sieht man jetzt, wird mir hier aufgeteilt. Die Ordergröße wird auch berechnet. Jetzt hätte ich nochmal die Möglichkeit reinzugehen und sagen, ich möchte hier auch einsteigen, nochmal mit einer zusätzlichen Limit-Order. So sieht man hier, wird das hier mehr oder weniger so gemacht, ich kann hier mehrere Limit-Orders eingeben. Sobald diese Order getriggert ist, wird die nächste hier scharf gestellt, sobald die hier getriggert ist, wird die nächste hier scharf gestellt. Das heißt, hier habe ich die Möglichkeit, unscharf in den Markt reinzugehen und dann auch hier eben diese Preislevels hier abzufangen. Würden hier nur 30 oder würde hier nur eine Order gefüllt werden und der Markt geht dann in diese Richtung weiter, dann würden sich auch automatisch die Limits hier anpassen. Und das sieht man zwar auch hier, das Limit, die Limits sind hier mit 10 und 20 jetzt begrenzt worden. Das heißt, weil wir hier, wenn der Markt hier reingeht, nur mit 30 Stück im Markt sind. Würde der Markt hier die zweite Order abfangen,
dann würde das Limit neu berechnet werden und wir würden hier dann wieder mit 50-50 rausgehen. Das heißt, das Limit würde sich hier anpassen automatisch. Das ist auch die Frage zum Scaling zuvor. Das heißt, hier so kann man sich dann natürlich auch aus dem Markt hinaus scalen, indem man hier Limit Orders eingibt. Okay, also das hier zum unscharfen Einstieg ist möglich. Hier ganz einfach grundsätzlich nochmal ein Setup eingeben. Ich möchte hier Limit rein. Mit bekomme ich 110 Stück. Stelle ich scharf. Gebe dann weiter. Sage hier Kauf Limit. Wird automatisch abgedatet. Sage hier nochmal Kauf Limit. Ich kann es noch ein viertes Mal auch machen, wenn ich mit mehreren Preisen reinkommen möchte. So, Kauf Limit. Und jetzt habe ich eine vierte Order auch noch drinnen. Also so kann man sich sehr, sehr komfortabel in den Markt hineinscalen. Kann hier aber natürlich auch wieder den Stopp wegziehen. Und sobald der Stopp irgendwo weggezogen ist, sieht man wieder, passen sich auch automatisch die Stoppgrößen an. Ich muss mich darum nicht mehr kümmern, dass jetzt die Stops hier dann auch, die Limit Orders auch wirklich angepasst werden, beziehungsweise die Target Orders. Das passiert alles automatisch. Versuch mal zu ein paar Fragen durchzugehen. Wie kann man mit mehreren Konten bei CapTrader umgehen? Wenn Sie ein Multi-Account haben, dann würden Sie hier oben, und zwar, das sieht man jetzt nicht, wenn man hier drauf geht, würden Sie hier mehrere Konten sehen. Und hier können Sie dann auswählen, über welches Konto Sie handeln möchten. Das heißt, das ist hier grundsätzlich, haben Sie hier dann die Möglichkeit, wenn Sie hier CapTrader sehen und dann Konto 1, Konto 2, Konto 3, und Sie können hier dann mehr oder weniger auswählen, das zweite Konto, und sobald Sie das ausgewählt haben, sind Sie auch im zweiten Konto und es wird über das zweite Konto gehandelt. Habe ich jetzt natürlich nicht da die Konfiguration, aber hier über dieses Pop-up kann man das machen. Das heißt, Sie haben einen Zugang zu CapTrader, haben bei CapTrader mehrere Konten, diese sogenannten Multi-Accounts oder Friends-Accounts und können die hier auch darüber handeln. 1.9 wird dann auch zusätzlich noch die FA-Accounts unterstützen. Okay, nächste Frage. Wie kann ich verhindern, dass eine Order automatisch eingestellt wird, wenn im Analyzer Escort ein Signal auftaucht? Okay, das können Sie ganz einfach damit machen. Befinden Sie sich in einer List-Chat-Gruppe oder in einer Dub-Chat-Gruppe, Herr Hiller? Das wäre jetzt noch interessant. Bei der List-Chat-Gruppe ganz einfach hier abschalten. Das heißt, gehen hier auf dieses Icon und sagen Stop a China Trader for all chart in list. Dann können Sie hier drüber gehen und Sie bekommen, wie Sie sehen, wir sind hier in der 5 Minuten Spalte und Sie bekommen hier keine Setups eingestellt. Wenn Sie aber jedoch sagen, für alle Charts in der Liste, Moment, ist es auch noch nicht gesagt, dass es eingestellt wird? Läuft aber schon. Müsste eigentlich hier eingestellt werden. Aber grundsätzlich, wenn Sie das hier abschalten, dann bekommen Sie hier draufklicken, dann bekommen Sie mit Sicherheit keine Signale, keine Setups voreingestellt. Der braucht immer, weil ziemlich viele Strategien zum Schließen sind jetzt. So, okay. Das heißt, hier schauen Sie einfach schauen, dass der China Trader Plus nicht läuft. Und hier haben Sie dann die Möglichkeit, sich einfach durchzuklicken und auf das Signal dann zu klicken. Hier zum Beispiel bekommen Sie ein Signal in 15 Minuten. Wenn Sie hier draufklicken,
Wir haben hier das 15-Minuten-Chart. Dann wird die Strategie im 15-Minuten-Chart gestartet. Das sieht man dann auch. Ich befinde mich hier im 5-Minuten-Chart. Ich sehe aber hier an der ChinaTrader Plus Plus, dass hier die 15 Minuten, dass die Strategie im 15-Minuten-Chart, das Signal ist aus 15 Minuten gekommen und auch die Strategie wird im 15-Minuten-Chart eingestellt. Das sieht man an hier immer, wo es läuft. Und man sieht auch hier am ChinaTrader Plus Plus Zeichen, hier im 5-Minuten-Chart haben wir nur China drinnen stehen, hier im 15-Minuten-Chart haben wir ChinaTrader Plus Plus drinnen stehen. Okay, gut. Das heißt, hier hat man auch gesehen, die Möglichkeiten, die wir haben. Und zwar hier gibt es einerseits sobald hier wo immer die, wenn man eine ChinaTrader Plus Plus eingibt, das heißt, ich gebe die hier auf 5 Minuten ein, dann wird sie auch auf 5 Minuten ausgeführt. Oder kommt ins Laufen. Wenn ich aber sage, ich möchte hier diese AT Plus Plus starten, Moment mal, das Stop ist, sieht man jetzt nicht, aber ich möchte mich hier einstoppen lassen, dann sieht man auch, jetzt habe ich die ChinaTrader Plus Plus Strategie in 15 Minuten gestartet. So, habe hier die Möglichkeit dann wieder auszuwählen, was ich gerne handeln möchte, im Manual Mode oder wie auch immer, bekomme hier wieder meine Setups reingestellt und so weiter und nun läuft die Strategie auf 15 Minuten. Ich sehe sie aber, dass sie auch auf 5 Minuten läuft, aber nur man sieht, wenn sie darauf reagiert, das heißt, die wartet darauf, dass das 15 Minuten Chart sich ausbildet und zieht dann auch die Stops aufgrund des 15 Minuten Charts hinterher. Okay, das hier zu dem, das heißt, ich kann sie eingeben über das Menü, habe hier aber auch drinnen die Möglichkeit, eine dynamische Order einzugeben. Und das ist genau die Geschichte, wo ich gesagt habe, das ist jetzt 1,9, da haben wir ein Problem. Aber ich zeige es Ihnen nur kurz, wie es funktionieren soll. So. Ich habe hier eine Strategie, ich wähle sie aus. Ich lege mir hier zum Beispiel, nein, es ist nicht Market, ich möchte mich hier einstoppen lassen. Und zwar möchte ich Folgendes erreichen. Und zwar, wenn der Markt hier drunter geht, unter diese Marke hier, möchte ich mich einstoppen lassen. Aber zu dem Zeitpunkt weiß ich natürlich nicht, wie sich der Markt ausgebildet hat. Okay? Da kann sein, dass ich einen Stopp drinnen habe, wo ich sage, das soll mir nach dem Parabolik oder nach dem Supertrend oder was auch immer laufen. Was das hier ist, und man sieht, das ist eine synthetische Order, die wartet jetzt ganz einfach darauf, bis der Markt hier runterkommt. Und wenn der Markt hier drunten ist, dann würde Folgendes passieren, dann würde zu dem Zeitpunkt errechnet werden, genau das, so, das heißt, der Markt zu dem Zeitpunkt, wenn der Markt herunterkommen würde, dann würde automatisch diese Setup in den Markt gestellt werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht warten, bis der Markt runterkommt oder ich muss jetzt nicht warten, was der Markt weiter tut, sondern mit der dynamischen Order gebe ich hier ganz einfach eine dynamische Order ein und sage, Verkauf dynamisch Stopp. Gebe auch keine Ordergröße oder sonst irgendetwas ein, sage ganz einfach, ich möchte hier rein. Und zwar mit der plötzlich mit der Strategie, eines dieser Strategien mit dem 8-Train, mit dem Manual Mode oder was auch immer, so, habe das hier eingegeben und zu dem Zeitpunkt, sobald der Markt hier runterkommt, errechnet sich das System automatisch, wo der Stopp hin muss, wo die Targets hin müssen. Das heißt, ich kann mich hier einfach positionieren, anfangen und kann sagen, das macht hauptsächlich Sinn hier über diesen Dubchart-Group, wenn man hier die hier macht, dass man sagt, okay, ich habe hier eine Seitwärtsbewegung, ich möchte hier long einsteigen, wenn der Markt hier rauf geht, weiß aber nicht, wie sich der Markt wirklich ausbildet, gebe hier eine kaufdynamisch Stopp ein und sage, okay, hier möchte ich rein. Und alles andere lasse ich mir vom System errechnen, wo der Stopp liegt, wie die Targets aufgebaut werden, wie groß die Ordergrößen sind. Das macht dann das System automatisch.
Also da sieht man noch die Unterschiede, dass man hier eben diese dynamischen Orders hat, diese synthetischen Orders oder wie auch immer. Das ist ja die dritte. Wir haben gehabt die direkte Order, wir haben gehabt die synthetische Order und wir haben auch gehabt die dynamische Order jetzt, wo man die sich dann automatisch errechnet, wenn der Markt sie abholt. Und die letzte Möglichkeit, die wir noch haben, Orders einzugeben, sind hier diese Buttons im Action Bar. Und zwar sind das meine Favorisierten. Wenn man das zum Beispiel hier auswählt und sagt, ich möchte hier rein, da braucht man doch ein bisschen Zeit, dass ich sage, okay, ich möchte hier rein, ich muss mir jetzt noch meine Strategie auswählen, okay, und das passt mir jetzt so. Also das heißt, ich habe hier mehrere Mausklicks zu tun. Ich kann mir aber auch hier in den Action Bar mehrere solche Buttons reinlegen, und zwar meine Favoriten, die ich handeln möchte. Und dann klicke ich einfach nur mal hier drauf und sage, okay, der Markt hat mir gerade mein Signal gegeben oder visuell mein Signal gegeben, ich möchte hier jetzt long rein und kann hier ganz einfach einsteigen, sage hier Button, klicke hier drauf und habe hier meine Order drinnen oder mein Setup drinnen, das ich haben möchte. Okay, wie bringe ich jetzt diese Buttons rein in diesen Action Bar? Da gehe ich jetzt ganz einfach auf rechte Maustaste, gehe hier auf Entry Escorts, wähle mir hier aus, wie dieser Button, auf diese Geschichten hier gehe ich dann ein anderes Mal wieder ein, was das bedeutet, wir konzentrieren uns hier auf die Standard Session und sage, ich möchte jetzt zum Beispiel mein 20 Train Setup auch dabei haben. So, klicke ich hier drauf, sage hier, okay, apply for all oder okay. Und jetzt sehe ich, jetzt habe ich einen vierten Button hier. Und dieser vierte Button sieht man jetzt, dass das hier das 20 Train ist. Und wenn ich hier draufklicke, dann habe ich genau dieses 20 Train Setup drinnen. Voreingestellt, muss mich nicht mehr kümmern. Habe meine Ordergröße richtig eingestellt, möchte vielleicht noch den Stop ein bisschen ausjustieren und sage, okay, rein in den Markt und habe hier mehr oder weniger meine Order eingegeben mit einigen wenigen Mausklicks, beziehungsweise mit einem Button. Okay, so. Gut, das ist hier die Geschichte, wie ich mir hier den Order, diesen Action Bar noch einrichte. Das heißt, hier nochmal zurückzukommen, im Agina Trader Plus Plus habe ich folgende Eingabemöglichkeiten von Orders, die wir gesehen haben. Einerseits aufgrund eines Signals, Doppelklick, habe ich mein Setup drinnen oder ich gehe rein hier und sage, ich möchte hier rechte Maustaste, Stopp, Strategieauswahl, Manual Mode, habe meine Order drinnen, kann sie ausjustieren oder ich mag es überhaupt hier über den Button, wo ich sage, okay, das ist genau mein Setup, das möchte ich jetzt handeln, klicke hier drauf auf den Button und habe jetzt auch wieder meine Order drinnen, Risiko gemanagt und alles Mögliche. Mit einem Button und einem Klick habe ich hier mein Setup eingestellt. Okay, das wäre grundsätzlich mal so alles, was es zum Ordering geben würde. Nur vielleicht noch kurz, aber das ist auch Thema eines eigenen Webinars, und zwar zu dem, wo ich auch den Setup Escort mache, nur um zu sehen, wie sich hier die Ordergrößen berechnen. Das passiert hier im Konfigurations-Escort unter Konto, wähle ich mir mein Konto aus zum Beispiel oder das jeweilige Asset und gebe hier ein, ich möchte zum Beispiel 10%, 20%, also 10% sage ich 0,1%, 0,5%, 1% meines Kontos hier für jeden Trade handeln. Und das war auch die Frage vorhin, die vorhin gestellt worden ist. Hier kann ich es einstellen aufgrund meiner Kontogröße, wie viel ich gerne riskieren möchte. Das habe ich einmal eingestellt und ab diesem Zeitpunkt, und jetzt wird sich wahrscheinlich die Kontogröße gleich dramatisch erhöhen, die Ordergröße, wenn wir hier draufklicken, sehen wir auch jetzt hat sich das angepasst und jetzt habe ich eine größere Ordergröße, weil ich jetzt gesagt habe, ich möchte nicht mehr 0,1, sondern ich möchte jetzt 1% meines Kontos hier handeln. Zuvor hatte ich nur 0,1% eingestellt. Also das hier nochmal kurz, wo man diese Dinge einstellt. Aber wie gesagt, das ist Konfigurationsdeskart, wo ist er? Suche ich immer.
So, das ist hier unter den, unter der, wo bin ich jetzt? Action bei Alerts. Konto, hier bin ich, ja, okay. Kann ich das hier einstellen und kann aber sagen, ich möchte zum Beispiel für Stocks mit 1%, für Futures möchte ich gerne mit 0,2% drinnen sein, ich möchte CFDs handeln, vielleicht auch noch über CapTrader und so weiter, kann mir hier auch meinen Prozentsatz eingeben, 0,5%, das heißt, das kann ich mir alles ganz genau einstellen, wie ich gerne hier drinnen sein möchte. Da gibt es dann noch andere Einstellungsmöglichkeiten, Risikobetrag, wo ich sagen kann, ich möchte 300 Euro riskieren und so weiter. Da gehe ich aber noch dann speziell in einem eigenen Webinar, Question Answer, wie das hier zu handhaben ist. Gut, okay, so, ich wäre grundsätzlich durch mit meinem Vortrag. Jetzt gehe ich noch mal durch, welche Fragen noch offen sind. Wo war ich da? FX Flat, wie weit ist die Anbindung fortgeschritten? Aktueller Zeitplan. Bitte bei FX Flat nachfragen. Wir sind grundsätzlich ziemlich durch. Es muss jetzt aber dann noch abgenommen werden von FX Flat. Die werden ihre Version endgültig bekommen mit Ende dieser Woche von uns. Und dann geht FX Flat natürlich in den intensiven Test, dass auch mit ihren Systemen alles funktioniert. Und dann wird FXFlat mit der ChinaTrader freigeschalten werden. Wann, wie genau der Zeitplan bei FXFlat ist, kann ich jetzt nicht sagen. Wir sind mit der Entwicklung ziemlich durch. Das war ein ziemlicher, schwere Sache, hier an MetaTrader-System anzudocken. Und das hat einige Dinge aufgeworfen, die uns vorher nicht bewusst waren, die auch dem Service Provider, über den wir angebunden haben, nicht bewusst waren. ChinaTrader stellt immer neue Herausforderungen an Systeme, da fangen die Broker zu schwitzen an, da fangen die Datenfeeds zu schwitzen an mit unserer Plattform und es ist einfach, immer wieder kommt man, wenn man, sobald man mit der ChinaTrader auf irgendein System drauf geht, kommen wir auf neue Probleme drauf oder auf neue Herausforderungen, nicht Probleme, sondern Herausforderungen drauf, die dann meistens dann der Service Provider, der Broker, der Datenfeed zu lösen hat, damit man hier wirklich fein alles rüberbringt. Wichtig ist uns immer das, nicht die Geschwindigkeit, wie schnell wir hier dran sind, sondern dass der User dann wirklich Qualität vorfindet und alles einwandfrei funktioniert. Okay, nächste Frage. Okay, Herr Hiller, Sie sagen Listchart-Gruppe. Ja, wie gesagt, wenn Sie da läuft wahrscheinlich im Hintergrund dann irgendwo der ChinaTrader Plus und der stellt natürlich dann, wenn eine Strategie läuft, die Orders rein. Aber das sind keine echten Orders, sondern das sind nur diese Proposal-Setups, diese weißen Setups, die wir hier reinkommen. Wenn Sie das nicht haben möchten, schalten Sie ganz einfach hier den Agina Plus abschalten hier, so, damit ist es weg und damit können Sie hier dann drüber scrollen und Sie bekommen dann keine Setups mehr eingestellt, wenn hier irgendwo ein Signal auftaucht. Gut. Bei aktiver Order im AD Plus und Stop mit Fixstick und als Target Multi Risk Level 1 eingestellt und als Risk to Level 1 zum Beispiel 1,5, so bleibt das Target stehen, wenn ich den Stopp verschiebe. Das müssen wir uns anschauen. Das heißt, Sie haben einen Fixstick und einen Multi-Risk Target, Fixstick Stop und Multi-Risk Target eingestellt. Und Sie sagen, da bleibt dann das stehen. Das muss ich mir anschauen. Das gebe ich dem unserem Support weiter. Die sollen sich das anschauen, ob das bei uns nachvollziehbar ist, Herabe. Und dann melden wir uns bei Ihnen. So, die erste Frage an unseren Support muss ich auch noch. Trader, okay.
Kleinen Moment, bin gleich soweit. Gut. Das zu dem ist notiert. Okay. Aber beantwortet, nachträglich setzen. Wie scale ich im Verlust aus? Okay, das ist eine, wie kann ich rausscalen im Verlust? Da würde ich ganz einfach sagen, wenn Sie einen, eine Agena Plus am Laufen haben, dann kann man das hier ganz einfach so machen, dass ich hier nicht, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe hier meine endgültige Stop-Order drinnen und ich möchte aber im Verlust auscalen und sagen, ich möchte hier zum Beispiel mit 50% schließen, dann gebe ich hier ganz einfach eine Stop-Order ein und sage, ich möchte hier mit 70 schließen. Das ist hier möglich, dass man so löst auch, beziehungsweise, dass man das natürlich auch hier verknüpfen kann mit einer Stop-Order mit 70 zum Beispiel und das mit einer If-Dann. Ja, das war jetzt OCO. Moment, mit der If-Dann. So, hier könnten Sie, hätten Sie ein Multi-Stops. Es ist aber nicht möglich, diese Multi-Stops mit Strategien zu versehen, mit Trailing Stops zu versehen. Das heißt, wenn Sie wirklich aus dem Verlust raus scalen möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, manuelle Orders einzugeben. Das geht schon, sobald diese Order hier, sobald der Markt hier diese Order aufschnappt, wird die scharf, sobald hier diese 70 gefüllt werden, reduziert sich der Trade dann mehr oder weniger auf 70 und auch die Stop-Order wird auf 70 zurückgesetzt. Hier hätten Sie die Möglichkeit eben rauszuscalen. Eine Frage zum Setup-Escape, Herr Rabe, das nächste Mal, und zwar geht es um das Kopieren des Fixed-Sticks. Das geht sich heute nicht mehr aus, wahrscheinlich. Sonst bitte eine Frage an den Support und der Support wird Ihnen auch weiterhelfen. Bei mir verschwindet manchmal der Stopp mit den Linien, mit dem Kästchen. Es bleibt nur der Verlustbetrag. Herr Wohlwender, das kann ich jetzt natürlich nicht nachvollziehen. Da würde ich, wenn Sie das Problem haben, würde ich Sie bitten, sich mit unserem Support auseinanderzusetzen. Bei mir verschwindet manchmal der Stopp mit den Linien, mit dem Kästchen. Es bleibt nur der Verlustbetrag stehen. Das ist, haben wir bis jetzt noch nicht so gemeldet bekommen. Da würde ich Sie bitten, Herr Wohlwender, wenn Sie sich wirklich bei uns an den Support wenden, um sich das Problem, wenn Sie einen dieser Fälle hätten, sich mal melden und dann, wenn notwendig, setzt sich der Support mit Ihnen auch remote in Verbindung. Wenn so etwas ist, muss man es natürlich anschauen, aber wie gesagt, hätten wir das Problem massiv, würden hier schon viele Leute uns das gemeldet haben. Ich nehme mal an, das ist irgendwo ein Individualproblem, das Sie haben. Das muss ich das Support anschauen. Zur Frage, kann man auch Orders nachbilden, die außerhalb AD getätigt werden, um zum Beispiel durch AD benachrichtigt zu werden, wenn bestimmte Schwellen erreicht werden? Außerhalb von AD, wenn man zum Beispiel in der DWS handelt oder über Rhythmic, über einen AirTrader handelt, und man gibt dort eine Order ein, so wird diese Order in den Agena Trader hinein repliziert und man sieht ihn dann ganz normal, diese Orders. Natürlich kann man dann nicht über AD++ arbeiten und so weiter, aber grundsätzlich werden die Orders, wenn man sie in der DWS eingibt, dort auf jeden Fall
aber auch in den anderen Plattformen werden sie in den Agena Trader hinein repliziert. Also nicht repliziert, sondern es wird ganz einfach die Information dort angezeigt, dass eine Order läuft. Das ist auch vielleicht zum Verständnis, die Orders werden nicht bei uns gehalten. Sie sehen bei uns hier nur mehr oder weniger die Darstellung einer Order, die beim Broker läuft. Das sind hier nur Darstellungen, das sind Informationen, die wir bekommen vom Broker. Bei uns werden lokal keine Orders gemanagt. Wir schicken die Information zum Broker. Wir erhalten die Information vom Broker, wenn sich irgendwo eine Ordergröße ändert oder eine Order eingegeben wird, so erhalten wir eine Information, dass es zu einem bestimmten Preis eine Order gibt und die zeigen wir dann ganz einfach an. Funktioniert das Hinzufügen eines Icons im Action Bar auch im DAO Hauptpack Package? Also, soviel ich weiß, im DAO Hauptpack Package werden diese, wenn Sie jetzt von, ich nehme an, von diesen Icons hier sprechen, Herr Faber, da werden sogar welche mit eingestellt. Das heißt, im DAO Hauptpack Package, wenn Sie das importieren, bekommen Sie hier schon, was ich weiß, diese Buttons eingestellt, und falls es nicht der Fall ist, können Sie hier ganz einfach diese hier einstellen. Und zwar, ich glaube jetzt, dass da auch nicht drauf hier, aber Sie könnten sich ganz einfach die Signale hier auswählen und einstellen, selbst machen. Aber was ich weiß, im DAO-Paket sind hier diese Buttons schon teilweise vorhanden. Die aktuelle Uhrzeit, da ist etwas im Werden. Und zwar Frage, könnte man unten rechts, wo die Version steht, auch noch die aktuelle Uhrzeit mit einbauen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da ist etwas im Werden, da muss ich nachfragen. Nehme es mal mit auf. Und werde mich darum kümmern. Geht der China Trader ist auch mit Trading Station Konto bei FX Flat? Trading Station meinen Sie FXCM? Kann ich jetzt nicht sagen, ob man über, das habe ich jetzt bei FX Flat noch nicht nachgefragt, ob die auch den Zugriff auf die Trading Station Konten, ich nehme an, mit Trading Station Konten sind die FXCM Konten gemeint bei FX Flat. Kann ich nicht. Müssten Sie bitte dort nachfragen. Ah, okay. Quick Trader, ganz kurz, zeigen wir Ihnen auch noch her, was das kann. Ein paar Minuten haben wir noch. Gehen wir auf den FDAX. Das ist eine eigene Geschichte. Moment, wo haben wir den FDAX? Fügen wir ihn unten dazu. Auch den Eurostoxx. Okay. So, das ist natürlich hier auch eine Sache, über die man Orders eingeben kann. Und zwar über Quick Trader, und deswegen heißt er auch Quick Trader, wenn man AT++ am Laufen hat, dann sieht man hier eben einerseits diese Box hier, wo man, wenn man eine Strategie auswählen kann. Wenn man aber zusätzlich noch den Dom offen hat, sieht man auch hier im Dom drinnen, wie die Strategie gerade ausschaut. Und die Idee dabei ist ganz einfach, aus dem Quick Trader heraus, darum heißt der Quick Trader, man klickt drauf und man hat sofort das Setup drinnen. Das heißt, das ist hier, oder man geht hier Market rein zum Beispiel. So, und ich habe mit einem Klick sofort ein Setup in den Markt reingelegt. Das heißt, das ist hier ideal zum Scalpen.
Man kann hier auswählen, mit welcher Strategie ich reingehen möchte. Klicke hier ganz einfach dann nur mehr, ob ich Long oder Short gehen möchte im Quick Trader und habe sofort mein Setup drinnen. Let's Train is only Targets zum Beispiel hier eingegeben mit einer synthetischen Stop-Order. Wenn ich hier zum Beispiel einen 20 Train eingebe, gehen wir dann mal rein, wie der ausschaut, so habe ich sofort wieder ein anderes Setup drinnen. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, sich wirklich über einen Klick einen Trade reinzulegen, ähnlich wie auch, ich kann natürlich auch aus dem Dom heraus und im Zusammenhang mit dem Quick Trader arbeiten. Ich klicke hier drauf und ich sehe hier auch sofort, wo ist der Stopp, wo sind die Tages, wo ist meine Einstiegsorder. Das heißt, das ist hier alles einstellbar. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass hier AT++ läuft. Man sieht hier, wenn man hier nur eine ohne AT++ dann hier Orders eingibt, dann sind sie hier ohne Stops, ohne Setup drinnen, sobald AT++ eingeschalten ist. So, sieht man auch hier sofort wieder, kommt dieses Pop-up hier, kommt hier die Auswahl und ich kann mich hier über meine Einstellungen mit einem Klick, ich möchte hier Long gehen, Market, reinklicken und ich habe sofort ein komplettes Setup drinnen stehen. Herr Bestle, ich würde sagen, Sie bekommen sowieso die Upgrades auf 1.9. Wenn Sie einen ChinaTrader jetzt kaufen möchten, schlagen Sie zu und arbeiten Sie schon mal mit 1.8. 1.8 ist eine absolut super Version. Wir bekommen so viel positives Feedback, was alles möglich ist. Wie gesagt, ich bin hier nur auf 1.9 hier drinnen, weil ich immer wieder in Testumgebungen Dinge ausprobieren muss und so weiter. Aber die 1.8 wird von mittlerweile 1.700 Usern benutzt. Es zahlt sich nicht aus, auf 1.9 zu warten, wenn Sie den ChinaTrader haben möchten. Nehmen Sie ihn jetzt und 1.9 kommt und Sie bekommen dann sowieso automatisch das Update eingespielt. Oder Sie werden darauf hingewiesen. Herr Menzel, gibt es ein PDF für den gesamten ChinaTrader? Wir haben kein PDF, wir haben ein Wiki. Und zwar, wenn Sie bei uns auf die Homepage gehen, ich gebe Ihnen auch gerade den Link dort durch. Einen Moment. Wo ist der? So, okay, wo sind wir? So, um sich die komplette Funktionalität so, gehen wir hier rein. Okay, um sich die komplette Funktionalität anschauen zu können, haben wir hier das Wiki und das können Sie hier wirklich, sieht man auch, wenn man es hier durchschaut, haben wir hier die komplette Hilfe drinnen mit allen Funktionalitäten, die der ChinaTrader bietet. Viel Stoff zum Lesen. Okay, Frage, interessant wäre eine Benachrichtigung bei News im entsprechenden Chart mit einstellbarer Vorlaufzeit. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie das gemeint ist. Was wir einbauen, und das kommt in der 1.9, das wird aber ein kostenpflichtiges Service sein, das wir mit einbauen, ist und zwar ein News-Sentiment. Und zwar bekommen wir, sobald eine News rausgekommen ist,
in Real-Time eine Benachrichtigung mit einem Sentiment, ob das eine gute oder schlechte News ist. Und dieses Sentiment kann man dann direkt über den Condition Escort dann sich einbauen lassen oder direkt das Sentiment selbst handeln. Das heißt, wenn man wenn irgendeine Firma irgendeine positive News rausgibt, dann kommt die in Echtzeit auf einen unserer Scanner und sie können im Moment draufklicken, wo diese News rausgekommen ist. Das wird ein und zusätzlich aber noch im Zusammenhang mit AT++ kann dann ein Setup eingestellt werden. Das heißt, sie sind im Moment im Vorteil, wo die News rauskommen. Das wird ein ganz tolles Service, das wir hier einbauen mit einer Firma, die sich eben darauf spezialisiert hat, News zu analysieren und zu bewerten. Dazu kommt aber noch mehr in der V1.9, in der Release Notes dann, wie dieser Service dann wirklich zu verwenden ist. Aber das wird wirklich eine große Sache, was wir hier einbauen in 1.9. Kann man Bit-Ask auch umdrehen, also bei rechts links, nein, das kann man nicht machen. Sie meinen im Action Bar. Das ist diese ist fix. Das heißt, links ist immer Kauf, rechts ist immer Verkauf. Ich finde nirgends eine Erklärung im Condition Escort, wie man es im Condition Escort verwenden kann. Okay? Wie definiere ich dort über oder unter die Wolke? Frau Kreusch, wird jetzt zu lang, Ihnen das zu erklären, wie man den Condition Escort bedient. Ich schreibe mir Ihre Frage auf. Sie hören von uns und bekommen eine E-Mail morgen von unserem Support. Okay, gut. Dann, okay, Frage noch, QuickTrader geht auch ohne Level 2. Geht auch ohne Level 2, nein, kann man auch ohne Level 2 handeln, nur man hat halt nicht so viel davon. Also wenn ich hier reingehe, habe ich natürlich den QuickTrader auch ohne Level 2. Wir haben keine Level 2 Daten, klicke hier drauf und habe natürlich auch das Setup drinnen. Also ist natürlich möglich, Level 2 hilft halt noch dann besser abzuschätzen, wo viele Orders liegen. Aber grundsätzlich funktioniert das Spiel auch ohne Level 2 Daten. Market Profile, Volume Profile kommt etwas in 1.9. Ja, da kommt etwas. Ah, okay. Jetzt sehe ich die Frage von Herrn Debes, ein Hinweis auf die News, zum Beispiel den Euro betreffend. Da kommt auch was in der 1.9, ja. Das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, gerade frisch aus der Druckerpresse gekommen. Aber was ich weiß, ist, dass man, und zwar wenn man hier, Moment mal, schaue ich mir gerade mal an. Financial Calendars. Bin mir jetzt nicht sicher. Da bin ich jetzt überfragt, wie das genau funktioniert. Aber ich weiß, dass man sich zum Beispiel
bei den Alerts, da wird es wahrscheinlich gehen. Und zwar, die Frage ist nochmal, also ob man einen Hinweis bekommt auf die News, den Euro betreffend. Das ist natürlich, muss man sich selbst einstellen. Das heißt, wenn News erwartet werden, dann für den Euro, dann muss man natürlich nachschauen, zuerst im Konfigurations, nichts im Konfigurations-Escort, im Financial Calendar und sehe natürlich da drinnen jetzt die ganzen News, die irgendwo daherkommen. Und wenn da eine Euro-News dabei ist, dann kann ich mir hier einen Holidays, da haben wir jetzt drinnen eingebaut noch die Earnings, die Holidays, Dividends, sehe ich gerade, das ist falsch geschrieben, ja, Economic, da kann man sich dann hier drinnen einen Time Alert, den kann ich jetzt hier nicht machen, muss ich schauen für morgen, weil heute sind die ganzen schon abgelaufen. Sag hier laden. So, ab hier morgen irgendeinen Euro. Sag hier Create Time Alert. Sehe hier unten auch die Instrumente, die davon betroffen sind. Und wenn ich zum Beispiel nur den Time Alert nur im Euro-Dollar sehen möchte, gebe ich hier ein Euro-US-Dollar. So, habe hier einen Zeitpunkt, wo der eingestellt werden soll. Das heißt, 14.20 Uhr möchte ich sehen, um 14.30 Uhr kommt der Termin. Um 14.20 Uhr möchte ich ihn sehen. So, und dann bekomme ich im Chart drinnen auch einen Hinweis. Und zwar nur im Euro-Dollar. Oder wenn ich hier sage, ich möchte ihn auch im Euro Australien-Dollar haben, gebe ich den hier einfach mit ein. Und zu dem Zeitpunkt dann, da sieht man hier die Chart-Options, sobald das hier angeklickt ist, dann sehe ich im Chart drinnen eine Marke, dass um diesen Zeitpunkt ein Signal oder besser gesagt eine News zu erwarten ist. Würde so funktionieren, stelle ich hier ein, sage hier okay, damit sieht man auch, dass ich einen Time Alert, wo sind jetzt die Alerts, machen wir einen Zeitalarm auf, habe ich jetzt hier drinnen die verschiedenen Alarme, die aktuell sind und sobald hier ein Instrument damit verbunden ist, würde ich ihn dann hier drinnen sehen, zum Beispiel wenn wir jetzt für die QVCA hier einen Zeitalarm eingegeben hätten, dann würden wir hier sehen, dass hier ein Alarm auftaucht. Früh genug. Das ist auch 1.9. Gut. Okay. Ich glaube, wir sind für heute durch. Wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Es sind doch sehr viele Leute wieder bis zum Schluss geblieben. Nächste Woche geht es wieder mit einem neuen Thema weiter. Ich denke mir fast, es sollte nächste Woche wieder AD++ werden mit Setup, Escort, Condition, Escort und so weiter. Da kommen immer wieder Fragen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Sie lesen das in unserem Newsletter dann Mitte nächster Woche, welches Thema nächste Woche aufgegriffen wird. Vielen Dank. Schönen Abend wünsche ich Ihnen.